Spanner, jetzt bin ich der Entspanner. Normalerweise ist hier, also hier ist der Kompressor, der ist relativ hoch. Da ist auch noch eine Abdeckung drüber, eigentlich. Die muss ich jetzt noch drauf bauen. Und diese Abdeckung ist dann genau hier drin, so eine schöne Carbonabdeckung. Obwohl hat was, so offen. Ist schon geil, wie früher. Also zuerst mal ist eine ZR1, ja. Ein LT5-Motor, 6,2 Liter Kompressor, ähnlich wie in der Z06, aber der Kompressor ist wesentlich größer. Die Z06 hat einen 1,7 Liter Lader, meine ich, und das ist ein 2,6 Liter Lader, also wesentlich größer. Wesentlich bessere Kühlung. Zusatzwasserkühler drin, Ladeluftkühlung, einmal links und einmal rechts. Die Öffnung hier in der Mitte ist wesentlich größer als bei der Z06, also deutlich mehr Kühlfläche geschaffen. Auch ein bisschen Bodykit ist anders, ne? Ja, das Bild davon ist ein bisschen größer, der hier. Der ist ein bisschen größer. Der Originale ist ungefähr so hier die Größe. Der ist ein bisschen größer. Ist das alles echt Carbon? Ja. Gehe ich mal davon aus. Das ist alles echt Carbon. Alles, was hier Carbon ist, ist wirklich Carbon. Dann habe ich bei dem Auto jetzt leider nicht gemessen, die Eingangsmessung. Aber Serie hat 755 PS. Und wir haben jetzt ein Kompressorrad verbaut, ein kleineres. Dezent kleiner, nicht extrem. Normal sind 3,1 Zoll drauf, das ist jetzt ein 2,9 Zoll Laderad. Eine bearbeitete Drosselklappe, bearbeitete Originaldrosselklappe. Luftansaugung geändert, ein bisschen größer vom Durchmesser. Und einen GM Performance Luftfilterkasten. Also eigentlich nicht viel. Ansaugung, Kompressorrad. Softwareanpassung gemacht und hier haben wir das Ergebnis. Stolze 838 PS und 1060 Newtonmeter Drehmoment. Drehmomentkurve ist gigantisch, wenn du das mal anschaust. Wir sind eigentlich ab 3400 Umdrehungen über 1000 Newtonmeter und wir reichen das Spitzendrehmoment bei 5000 Umdrehungen von 1060. Ich bin gespannt, was wir noch machen können. Ist ja eigentlich ein schmaler Umbau. Keine Nockenwelle, keine Abgasanlage geändert. Kompressorübersetzung auch nur human geändert. Also ich denke, wenn man noch ein bisschen was macht, knappe 900 PS sollten eigentlich relativ einfach machbar sein. Vielleicht fällt mir noch irgendeine Schweinerei ein. Muss mal gucken. Das baue ich mal zusammen und dann fahren wir damit. So, das erste Mal in der Corvette. Echt, das erste Mal? Für mich das erste Mal in der Corvette. Ah, okay. Und 838 PS. Weißt du, was das stärkste Auto war, in welchem ich bis jetzt drin saß? Wahrscheinlich der Hellcat, oder? Ja, 837. Ach, siehst du, dann haben wir es doch getoppt. Fühlt sich schon so ein bisschen anders an als ein Hellcat. Ja, es ist halt jetzt ein Sportwagen und keine Couch, gell? Das Fahrwerk hier ist adaptiv. Also jetzt ist es gerade schön weich und wenn du auf Track schaltest, ist es dann sportlich straff. Ja, mit dem ZL1 Kamado, da haben wir uns auch was überlegt, ne? Ja, da haben wir auch so ein bisschen kleine Schweinerei vor. Nur coole Sachen zurzeit. So eine Corvette ist einfach was Feines. Hat trotzdem noch der ganze Luxus an Bord. Alles da, was man braucht und nicht braucht. Bose Soundsystem. Sitzbelüftung, Sitzheizung, alles da. Was ist das für ein Getriebe? Das ist jetzt eine 8-Stufen-Wandlerautomatik. Also ähnlich wie das aus dem Camaro. Vor Facelift, das war auch eine 8-Stufen-Automatik, jetzt ja 10. Aber im Prinzip alles so ziemlich das gleiche. Die
letzte Wandlerautomatik. Die C8 Corvette kommt ja mit Doppelkupplungsgetriebe. Wann kommt die zu uns? Ja, mit viel Glück im Februar. Die ersten US-Modelle. Hat der Karl schon mal Winterreifen bestellt, muss ich gleich fahren. So eine C8 on Eis? Macht bestimmt Laune. Oh ja. Mittelmotor und Driften hört sich interessant an. Weiß ist jetzt zwar nicht die auffälligste Farbe, aber das Auto an sich ist ja schon relativ auffällig. Jetzt stelle mal das Auto vor in der Farbe vom 1LE. In dem Grün. Gelb. Ich sehe schon, das wird der Running Gag durch alle Videos. Oh ja. Die Haube ist echt heftig vorne. Ist ganz schön hoch, gell? Ja. Hier hast du den Drehknopf. Du kannst ja auch verschiedene Fahrmodis einstellen bei dem Auto. Also wie beim Camaro auch. Tour, Sport, Track, Slow. Wenn du den umschaltest hier. Dieser Track-Mode, der sieht ganz geil aus. Wenn du nämlich hier einen digitalen Drehzahlmesser hast, oben mit Schaltanzeige, wenn du manuell mit Kettle schaltest, Reifendruckkontrolle mit drin, alle wichtigen Temperaturen mit drin, also genau perfekt für die Rennstrecke, dass du alle wichtigen Daten im Blick hast. In welchem Mode messen wir? Track-Mode natürlich. Hat die Corvette hier Öko-Modus, Eco-Modus? Ich glaube, die hat keinen. Die hat Track, Sport und Tour. Die normale Corvette, die normale C7 hat tatsächlich einen Eco-Modus. Also hier mit Zylinderabschaltung und weichgespült. Schade mit der Abgasnorm, ne, bei der normalen. Ja, jetzt braucht halt sogar der Benzin ein Partikelfilter bei uns, gell? Der böse Feinstaub. Perfekt, 21 Grad, blauer Himmel. Ja, bist du bereit? 60. Kannst du einmal kurz Gas geben für die Follower? Das machen wir doch glatt. Ich hoffe, dass wir jetzt gleich mal schön ein freies Stück haben und dann ziehen wir mal kurz ein bisschen. Ist das nicht geil? Schau dir das an. Wir reiten in den Sonnenuntergang. Das ist doch wieder so ein Moment, wo man sich eigentlich nur denken kann, geht's uns gut, oder? Da hast du recht. Es wird immer so viel gejammert, dabei geht's uns doch eigentlich so gut. So, jetzt pass auf. Darf ich? Du darfst. Telling you now this payback.